Christian Hofer, was heisst nachhaltige Landwirtschaft und was heisst speziell nachhaltige Milchproduktion? Ja, Nachhaltigkeit tut sich aus diesen drei Teilen Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Soziales zusammensetzen. Und das heisst für die Landwirtschaft ökonomisch, dass eine Landwirtschaft genug Einkommen erzielt, damit sie die Familie ernähren kann und Reinvestitionen machen. Der Sozialteil heisst, dass sie in einer Gemeinschaft integriert ist, eine gute Ausbildung hat und so eine Work-Life-Balance findet, die stimmt für sie. Und das Ökologische bedeutet, dass sie im Umgang mit Wasser, Boden und Luft so umgeht, dass für die nächste Generation auch wieder gebraucht werden kann. Das Nachhaltige tut das eigentlich alles umfassen und das sind die Elemente, die die Landwirtschaft grosso modo betreffen. Auf die Milchproduktion heisst das eigentlich ganz etwas Ähnliches, dass eben Bauern mit dem Milchproduzieren einen Verdienst haben, dass sie so produzieren, dass relativ wenig Nährstoffüberschüsse entstehen, dass sie Biodiversität fördern und im Sozialen, dass in Sachen Ausbildung und ihre Stellung in der Gesellschaft so stimmt, dass sie gut ausgebildet sind und das verhält. Jetzt eure Einschätzung, wo steht die Schweizer Landwirtschaft eben in Bezug auf Nachhaltigkeit heute? Ich glaube, die Schweizer Landwirtschaft hat in den vergangenen Jahren sehr viel erzielt in diese Richtung. Wir haben vom grünen Teppich geredet heute, wo eigentlich die Milchwirtschaft aus sich heraus einen Standard definiert hat, der eben ökologische, ökonomische und soziale Teile betrifft. Die Landwirtschaft hat in den letzten Jahren, was das Einkommen betrifft, hat sich eigentlich in eine gute Richtung entwickelt. Im sozialen Bereich, glaube ich, hat heute die Landwirtschaft einen relativ hohen Stellenwert. Sie wird anerkannt von der Gesellschaft als ein wichtiger Nahrungsmittelproduzent, ein wichtiger Akteur. Auch die Covid-Krise hat gesagt, wie wichtig das eine inländische Produktion ist. Und ich glaube, das hat es auch gestärkt in der Gesellschaft. Und im ökologischen Bereich, dort ist es sicher so, dass in den letzten Jahren man gesehen hat, in gewissen Teilen, dass sie Ziele erreicht haben, wenn man so ein bisschen Quantität anschaut für Biodiversität oder auch im Tierwohl. Aber auf der anderen Seite sieht man auch dort, dass es Ziellücken hat. Es gibt Nährstoffüberschüsse, Biodiversität, die abnimmt. Und dort ist sicher noch ein Handlungsbedarf da. Jetzt hat er die Anerkennung angesprochen in der Gesellschaft. Jetzt ist es aber ja so, eben Nachhaltigkeit ist ein bisschen ein Top-Thema in aller Munde, wie man so sagt. Die Ansprüche werden aber eben auch immer höher, auch in der Gesellschaft. Jetzt ist ein Kompromiss zwischen dem, was die Gesellschaft von Landwirtschaft erwartet und dem, was überhaupt möglich ist irgendwo. Ist das möglich? Ich glaube, wenn man von Nachhaltigkeit redet, muss das die ganze Ernährungskette betreffen, also das Ernährungssystem. Und das ist eben nicht nur die Landwirtschaft, sondern da gehört die Landwirtschaft dazu, es gehört die Verarbeitung dazu und es gehört der Konsument dazu. Und die Ansprüche, wenn ihr die ansprecht, ist glaube ich wichtig, dass das kohärent ist. Also dass das, was die Gesellschaft und der Konsument fordert, dann schlussendlich auch so umgesetzt wird, eingehalten wird und der Bauer sich entsprechend auch verhalten kann, um das zu erfüllen. Und ich glaube, das muss der Kompromiss sein, dass man die Nachhaltigkeit gemeinsam über die ganze, im ganzen Ernährungssystem und über die ganze Wertschöpfungskette eben fördert und miteinander begeht. Auf welche Herausforderungen gleich bezüglich Nachhaltigkeit muss sich die Schweizer Landwirtschaft, die Milchproduzentinnen und Milchproduzenten, ein bisschen einstellen in Zukunft? Also ich würde jetzt hier mal nicht von Herausforderungen reden, sondern die Nachhaltigkeit, wie jetzt auch heute gehört, in dieser Tagung ist auch eine Chance. Die Schweizer Landwirtschaft die wird nie erfolgreich sein, wenn sie rein auf Quantitäten setzt. Sondern die Schweizer Landwirtschaft die muss auf eine Qualitätsstrategie setzen. Und wenn sie auf die Signale der Bevölkerung schaut, in der Schweiz ist die Qualität ein relativ wichtiger Punkt. Und die Konsumenten so überzeugen, dann ist eben ein nachhaltig produziertes Produkt eine grosse Chance, wo sie nachher auch entsprechende Wertschöpfung erzielen kann und damit der ökonomische, der ökologische und der soziale Teil vereint werden kann.